Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf MyKronoHasen TV. Ich bin's, der Bio, und ich begrüße euch ganz herzlich, ja, zum Busbetrieb-Simulator. Ist gestern frisch erschienen hier auf Steam für 24,99 €. Und nicht, dass ihr jetzt alle sofort lossprintet und euch das Spiel kauft. Es ist ein Add-on für das Spiel Odyssey 2, was jetzt gestern veröffentlicht wurde. Und ihr seht schon, was wir hier so machen können. Wir haben einen Singleplayer, Multiplayer. Und das ist eine coole Sache. Hat ewig gedauert, bis da irgendwie mal in der Richtung irgendwas passierte. In Richtung Odyssey. Ich meine, Odyssey an sich ist, versteht mich nicht falsch, ja, eine super Simulation, eine der besten Simulationen, die es hier aktuell auf dem Markt gibt. Eine geilere Bussimulation gibt's nirgends. Und was wirklich fehlte, war der Wiederspielwert. Und der fehlte irgendwie bei mir persönlich. Und ich denke mal, ich rede da nicht jetzt nur aus meiner Sicht. Ich glaube, es geht da bei vielen irgendwie so. Und der Busbetriebssimulator macht genau das, was dem Omsi wirklich gefehlt hat, und zwar ein Karrieremodus. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz mal angucken, also zumindest dieses Menü. Bitte entschuldigt auch, dass ich das jetzt in so ein komisches Format aufnehme, denn ihr müsst verstehen, das Ganze ist ja nicht Omsi direkt, wird praktisch vor Omsi platziert, damit ihr hier schon zum Beispiel Einstellungen vornehmen könnt und alles sowas. Ihr startet dann das Spiel und dann wird genau das geladen, was ihr jetzt praktisch hier in dem Busbetriebssimulator hier einstellt. Und somit ist das eigentlich bloß eine kleine Oberfläche. Ich mache das Ganze hier in einem Windows, also in einer Fensterdarstellung. Und ja, gibt auch einige Probleme, viele berichten, dass das nicht startet. Ich muss dazu sagen, das stimmt, bis gestern konnte ich das einmal starten. Ihr müsst euch nämlich hier registrieren bei dem Busbetriebssimulator, damit ihr das hier komplett benutzen könnt. Zweitens war es dann halt das Ding gewesen, dass ich dann danach nicht mehr starten konnte. Es ging einfach nicht mehr. So, heute kam dann ein frisches Update. Jetzt kann ich es wieder starten. Jetzt bin ich zumindest wieder hier im Menü. Und die haben jetzt schon angekündigt, dass für heute Abend die Server wieder down sind hier für den Busbetriebssimulator. Sehr schade. Also da müssen sie noch ein bisschen ran. Wir wollen natürlich wissen, lohnen sich diese 24,99 € für den Busbetriebssimulator? Ja oder nein? Und das werden wir jetzt mal rausfinden. Bevor wir das Ganze alles auf der linken Seite machen, machen wir erstmal das Ganze auf der rechten Seite. Denn wir haben hier nämlich ein paar Einstellungen, die wir hier machen können. Und so sieht es bei mir aktuell aus, dass mein Fahrt, den wir hier haben. Wir können einstellen zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. Wir haben unten die Musik, die wir so ein bisschen einstellen können. Und das hier ist übrigens der Publisher, ja, PDP Software. Die haben das rausgebracht, entwickelt. Da seht ihr. So, aufgrund des riesigen Ansturms kommt es derzeit zu Serverproblemen. Wir mussten nun vorübergehend den Chat und die Minimap deaktivieren, um einigermaßen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Heute Abend, Nacht wird es zu längeren Downtimes kommen. Wir entschuldigen uns vielmals für die Probleme und werden euch den endgültigen Wartungsbericht entschädigen. So, wir haben hier zukünftige Sachen, die hier noch irgendwann jetzt dazugekommen. Die können wir natürlich dementsprechend bewerten. Hier werden Vorschläge für zukünftige Futures gesammelt. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, für jeden Vorschlag eine Bewertung abzugeben. Hier haben wir Idee, anstatt Busse nur für 50% zurück an den Händler zu verkaufen, als zusätzliche Möglichkeit einführen, den Bus per Versteigerung an einen anderen Betrieb zu verkaufen. Das finde ich ganz nett. Das funktioniert aber scheinbar nicht, dass wir hier eine Bewertung abgeben können. Das finde ich hier auch sehr gut. Notiz am Mitarbeiter, muss nicht sein. Und automatisch, ja, machen wir mal Gleichberechtigung, so. Okay, haben wir unser Teil schon mal getan hier. Das sind so die zukünftigen Futures. Omsi-Einstellung ist klar. Wir haben hier unten eine Fahrerakte, die jetzt zusätzlich noch zum Omsi noch dazukommt. Hier zählen alle Fahrten, die du mit dem Busbetriebssimulator abschließt. Aber das heißt, wie gesagt, nur mit dem Busbetriebssimulator. Also, diese Fläche, ja, kommt das jedes Mal hier. So, wir können hier unten noch Profile verwalten. Und da seht ihr gerade aktuell, Singleplayer können wir zurücksetzen und alles sowas. Sehr gut. Okay, auf der linken Seite befindet sich der Add-on-Manager. Das ist eine ganz coole Sache. Den gab es schon mal, den Add-on-Manager.
Der war aber auf einmal spurlos verschwunden. Keiner wusste mehr, was mit ihm passierte. Oder war halt nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Wir haben auf der rechten Seite zum Beispiel vorhandene Addons auf Fehler überprüfen, Karte und Bussen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier irgendwas schon runtergeladen haben, können wir das da prüfen. Addons installieren und bewerten. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal raufklicken, dann lädt er uns jetzt hier so ein paar Strecken. Wir haben jetzt hier die Payware alle aktiviert. Wenn wir jetzt hier Payware gehen, sehen wir, außer den Stadtbus haben wir alle hier drinne. Hier sehen wir noch zusätzlich eine Bewertung. Rheinhausen hat 3,6. Am besten ist hier Berlin X10. Das stimmt auch. Hier können wir noch Zusatzinhalte runterladen, wie ein Repaint Reisebüro Penner. Ich weiß nicht, ob das real ist. Also ich kann mich jetzt, ich kriege keine Firma. So, und hier haben wir 5. Das glaube ich wohl nicht. Hat bestimmt... So, aber hier das Wichtigste sind natürlich die Freeware-Strecken. Ne? Da haben wir hier... Ein paar, es sind nicht alle dabei, die es jetzt so gibt, aber ein paar sind dabei. Zum Beispiel Bad Hügelsdorf, Bad Kinzow, Eppstein, manche mit Bilder, manche ohne, Juling, Krefahrt, Project Tschechien, Rurau, Städtedreieck. Das ist zum Beispiel eine, die würde ich gerne installieren, dann drückt die hier unten einfach. Installieren und jetzt würde die Installation vom Städtedreieck hier okay oder auch nicht. Es funktioniert super. Ja, jetzt habe ich das Spiel geschrottet. Okay, ja, sorry, Bro. Ja, sorry, ja, sorry. So, ich werde mal neu starten, weil ich glaube, so. Ja, dann werden wir wieder. Ja, das Spiel irgendwie gerade aufgehangen. Ich konnte mich so gut wie kaum noch sogar das Programm schließen, weil sich das immer neu geschaltet hat. Also es sind immer noch Bugs drin, definitiv. Wird auch bei Steam auch so berichtet, dass hier relativ viele Probleme drin sind. Tja, was willst du machen? Manchmal funktioniert es einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Also der Addon Manager sollte eigentlich funktionieren. Das gleiche können wir auch hier mit den Bussen machen. Natürlich können wir uns kostenlose Busse hier runterladen. Wie gesagt, manche mit Bilder, manche ohne Bilder. Aber das habe ich ja gerade angewählt. Das wäre schön, wenn das noch nachgereicht wird. Hier unten bekommen wir noch Hofdateien, glaube ich. Traffic Signs, also können wir noch ein paar Sachen. Payware gibt es ja nicht. Ach, hier sehen wir zum Beispiel Aachen will. Genau, dann haben wir hier Traffic. Da gibt es dann doch eine ganze Menge mehr, die wir noch dazu runterladen können. So, jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil. Der Singleplayer-Modus. Wähle den gewünschten Spielmodus. Da haben wir einmal den Karrieremodus und einmal das freie Spiel und einmal Rangliste. Interessiert mich jetzt so gut wie gar nicht. Freies Spiel können wir jetzt sowieso schon machen, erlauben Sie. Deswegen gehen wir in den Karrieremodus. Karriere wird geladen. Ja, tut mir leid wegen der Seiten, aber der springt halt von dem Bild immer so hin und her. Das ist jetzt eigentlich das Vollbild. Aber, naja, es ist halt wirklich bloß eine Fensteraufnahme. Das ist ja kein Spiel jetzt in dem Sinne, was wir hier machen. Wir sind jetzt im Karrieremodus. So sieht's aus. Oben links haben wir unsere Finanzen. Oben rechts unsere Karrierepunkte. Dann haben wir Fahrer einen Dienstplan. Verdiene Geld durch das Fahren von einer Tour oder einem Schichtplan. Dann haben wir eine Prüfung. Stelle dein Können unter Beweis und erhöhe die Vergütung für deine Fahrten. Und dann haben wir Karten verwalten, Fuhrpark verwalten und hier unten sehen wir nochmal extra Bonuspunkte, wo wir nochmal Karrierepunkte bekommen würden, wie zum Beispiel fahre 10 Touren ohne Verspätung, schließe 2 Prüfungen mit mindestens 75% ab, besitze insgesamt 2 Busse und fahre 10 Touren ohne Fußgänger zu verletzen. Ah, Omsi ist da ein bisschen heftig, ja, das ist ein bisschen schwer. So, gehen wir mal auf die Finanzen und da sehen wir, dass wir hier Credit aufnehmen können. 20 und 40.000. Mehr geht nicht. Hier haben wir die Prüfung. Da wählen wir einfach X10 aus und dann sehen wir hier sind die Prüfungen. Die Prüfungsgebühr müsste ich natürlich auch noch zahlen. Ja, Entschuldigung. Genau. Durch Fahrten von Prüfungsfahrten kannst du den Bonus für jede Linie verdienen, den du für alle zukünftige Fahrten erhältst. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Prüfung jetzt hier unten auf der X10 abschließen, dann würden wir dadurch mehr Geld bekommen.
Hier haben wir den Fahrplan. Fahre eine Tour, fahre einen Schichtplan. Haben wir heutige Touren für die Vertretung gesucht. Wir bekommen ja auch wieder Punkte, Karrierepunkte, 7 Stück, wenn wir heute von der Spanischen Allee Potsdamer Straße nach U-Bahnhof Färbeliner Platz fahren würden. Es ist eine Vertretungstour, die wir da machen würden. Und es wäre auf der Linie 115. Oder wir nehmen die Linie 623 von U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim Terminus nach Schrockstraße Terminus. Und es wären 3 Punkte. Ihr seht ja auch, das dauert jetzt nicht lange. Das sind jetzt relativ viel. Aber es wären die ersten Karrierepunkte. Dann haben wir hier oben Fahrer eine Tour. Können wir jetzt hier X10 einfach aussuchen. Drücken weiter. Und hier können wir dann zum Beispiel einfach wie beim OMSI Klassik die Touren jetzt hier raussuchen. 22 Haltestellen von der Andrehzeile Terminus nach Herzallee. Oder hier 33 Haltestellen von der Herzallee nach Ramradbrücke. Das wäre schon mal eine gute Sache. Ich weiß jetzt nicht, das müsste eigentlich meiner Meinung nach auch Punkte bringen. Aber so wirklich sagen kann ich es euch jetzt nicht. Fahre einen Schichtplan. Da können wir jetzt zum Beispiel, wähle das Datum, an dem du spielen möchtest, der 23.06. Wähle die gewünschte Dauer eines Schichtplans. Können wir jetzt hier zum Beispiel auch noch einstellen. 60 Minuten. Kann man jetzt so machen, dass ihr jetzt zum Beispiel jetzt euch sagt, so, ach komm, wir machen so stündlich irgendwie alle 2 Tage. Können wir eine OMSI-Fahrt machen, dann könnt ihr euch hier praktisch einen Schichtplan direkt hier einstellen. So. Dann haben wir hier natürlich die Karten verwalten. Und ihr könnt, müsst ihr hier zum Beispiel ein neues Depot kaufen. Und dann habt ihr natürlich alle Strecken verfügbar, die zurzeit jetzt hier von dem DLC unterstützt werden. Bei mir, ich habe mich jetzt gleich für den X10 entschieden, dass, wenn ich jetzt einen Busbetrieb aufmache, dann sowieso in Berlin. Wir haben jetzt gerade nichts. Ihr seht, Depotstellplätze belegt 0. Depotstellplätze gesamt haben wir 5 und gekauft haben wir es am 22.06., also gestern, um 19.38 Uhr. Da haben wir unser Depot gekauft. Um jedes weitere Depot zu kaufen, müsst ihr hier oben aufdrücken und dann könnt ihr, ihr seht da hier, weitere kaufen. Zum Beispiel Berlin-Spandau haben wir hier, Gladbeck, Chicago, Grandorf, Hamburg, Hamburg Tag und Nacht, Kaiserstadt Aachen, Palma, Rheinhausen, die Tramstrecke. Ja. Das könnt ihr natürlich dann hier alles machen. Wir können es natürlich auch erweitern, wenn wir jetzt zum Beispiel mehr Busse haben oder sowas. So, hier seht ihr zum Beispiel eins, Fuhrpark. Ich habe 0 von 3 Bussen, deswegen, ja, können wir uns jetzt hier auch mal einen Bus leisten. Das wäre in Ordnung. So, 9 Bus kaufen und das ist ein cooles Future hier. Wir haben einmal einen neuen Bus, ja, Kilometerstand 100 Kilometer, Verschleiß sehr niedrig, Wartungskosten zu Beginn niedriger, teurer als gebrauchte Busse, wer hätte das gedacht, und feste Preise. Und dann haben wir rechts auf der Seite gebrauchte Busse, Kilometerstand 50.000 bis 150.000 Verschleiß, unterschiedlich höhere Wartungskosten, günstiger als neue Busse und stets unterschiedliche Angebote. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel aufdrücken, sehen wir jetzt hier die ganzen Busse, die wir jetzt hier kaufen könnten. Hier mit unseren 5.000 Euro, die wir hier zur Verfügung haben. Ihr seht aber schon, ich komme schon, stoße relativ schnell an die Grenzen, weil ich habe 5.000 nur. Und ich bin jetzt ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt jetzt EMT-Vollbestuhlung, ein Citaro von 2001. Der kostet 4.391, Kapazität 45 Personen, Kilometerstand. So, jetzt muss ich, ja, das ist jetzt natürlich, wir haben nämlich kein Bild. Könnten ihn kaufen. Aber dann sehen wir jetzt hier auch, ne? Stadtbus, Vollbestuhlung, Stadtbus. Das ist das Problem, was ich hier so ein bisschen dran habe, EMT Citaro. Citaro ist Citaro, oder? Gelenkbus. Stadtbus. Dass die Bilder hier fehlen. Die sind halt leider noch komplett weg. Wenn wir jetzt sagen, aber wir kaufen den jetzt hier. Hat jetzt 86.000 Kilometer runter. 2001, heute um da reingekommen. Können wir den jetzt hier nichts machen. Weil das ist ein Gebrauchter. Deswegen
kaufen wir uns den einfach. So, der gehört uns. Wir haben aber keine Schulden. Von daher ist unser Busbetriebshof noch sauber. Er ist noch clean. Wir haben auch noch ein bisschen Geld übrig. Gekauft wurde am 23.06. Ihr seht es hier um 6.44 Uhr. Kaufpreis für 4.391. Verfügbar ist sofort. Repaint können wir jetzt hier natürlich immer noch ändern. Kosten 50 Euro. EMT neu. Zack. Haben wir jetzt gekauft. Tanken. Status ist auch einwandfrei. Somit ist der Bus sauber. Das hat 250 Euro gekostet. Da sind wir jetzt so gut wie blank. Kennzeichen ist bitte B MHD 86. So. Ha! B steht natürlich für Berlin, ne? Wisst ihr Bescheid. So, vollgetankt ist er. Und wir haben jetzt noch ganze 299 Euro. Yes! Und damit könnten wir jetzt auf Tour gehen. Ja. Damit sucht ihr euch dann einfach einen Fahrplan aus und startet das Spiel. Aber das will ich jetzt in dieser Folge nicht machen, denn ich will euch noch ein anderes wichtiges Feature zeigen, und zwar nämlich den Multiplayer. Das ist eine coole Sache. Hier ist es so, dass andere oder auch ihr könnt euch hier eine eigene Firma erstellen und diese online setzen, sodass andere zum Beispiel für euch arbeiten. Das ist eine coole Sache. Und das ist dann so, dass einen neuen Betrieb gründen, ihr einen Betrieb gründen müsst dann dementsprechend. Antrag für einen neuen Betrieb stellen, Einladung zur Betriebsgründung aufrufen und natürlich Betrieb gründen und Geld vom AOD übertragen. Der AOD war damals ja so eine App, die ist heute immer noch verfügbar. Diese könnt ihr auch hier noch benutzen in dem Busbetriebssimulator. Das ist ein extra Display, dass ihr da zum Beispiel eure Kassen zum Beispiel bedienen könnt. An einem Tablet, an einem Handy oder sowas. Das könnt ihr dann alles da separat noch machen. Ich habe das mal weggelassen, das war mir dann doch ein bisschen zu kompliziert, das alles zu machen. So, wenn wir jetzt einen Antrag stellen, ja, dann, ja. Könnt ihr jetzt hier natürlich das machen. Aber Kosten pro Spieler sind 100.000. Ist ein bisschen teuer. Also von daher können wir das natürlich nicht machen. Das ist ganz klar. So, wir löschen mal den Antrag und gehen mal zurück. Aber ist ja nicht so, dass ihr jetzt hier nichts machen könnt, sondern ihr könnt natürlich euch für andere Betriebe hier bewerben. Das ist eine coole Sache. Da steht hier bei einem neuen Betrieb bewerben. Und ja, da seht ihr zum Beispiel die ganzen, die jetzt hier öffentlich sind und natürlich die privaten. Hier oben sehen wir unseren Rang, unseren aktuellen. Und hier steht an der Seite immer der benötigte Rang, den wir brauchen, um halt für diese Firma zu arbeiten. Ich habe mich jetzt hier... Das ist gar nicht mehr drin. Okay, das ist wurscht. Wir sind trotzdem drin. Ja, genau. Wir haben uns nämlich bei dieser Firma beworben. Giga Verkehrsbetriebe. Wir sind Bezeichnung Mitarbeiter. Können hier betreten und kündigen. Das machen wir gleich noch. Haben wir ja aber auch natürlich die privaten Betriebe, benötigter Rang 20, das ist viel zu übertrieben, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, da haben wir hier die YouTuber Company. Hatte mich eigentlich hier unten, wollte ich, aber mit 3 schaffe ich nicht. Ja, Nordrhein-TV-Play, die Kollegen von uns hier. Deswegen sind wir jetzt erstmal bei Gigaverkehrsbetriebe. So, wir werden das mal jetzt betreten. Und ja, leider gibt's Probleme. Ihr wisst es ja, ihr habt es ja schon gelesen gehabt. Ich komme aktuell nicht auf irgendeinem Server rauf, weswegen ich euch den virtuellen Busbetriebshof aktuell nicht zeigen kann. Der hängt sich da auf. Also da Tipp, lieber Entwickler, PDP, GBR, macht doch mal einen Ladebalken rein, damit man überhaupt sieht, hat er fertig geladen oder nicht. Das wäre noch eine ganz wichtige Sache, denn mit der Version 1.006 war es dann so gewesen, dass er sich ewig daran aufgehangen hat, die ganzen Sachen zu überprüfen, ob alles richtig ist. Da hat man dann auch nicht gesehen, wie weit der jetzt ist. Nach 10 Minuten habe ich dann irgendwann mal den Ladevorgang abgebrochen. Und jetzt ist es halt genau das Gleiche, dass wir zwar das Bild sehen, dass er da den starten möchte, aber es passiert nichts. Mein Rechner ist auch komplett ruhig, also da passiert irgendwie nichts. Das muss ich euch dann irgendwann mal ein andermal zeigen. Vielleicht noch ein paar Tage warten, vielleicht haben die sich das da irgendwie ein bisschen besser im Griff bekommen.
Also ihr habt hier einen virtuellen Busbetriebshof, der mit der Unreal Engine entwickelt worden ist, mit der Unreal Engine 4. Grafisch müsst ihr euch das so ein bisschen vorstellen wie den Fernbus-Simulator. Ist jetzt natürlich jetzt kein Highlight, und, aber ihr habt auf diesem Busbetriebshof die Möglichkeit, eure Aufträge anzunehmen, naja, für den Multiplayer-Modus, und könnt eure Fahrerakten einsehen, könnt mit den anderen Spielern chatten, die noch in dieser Firma existieren. Ihr habt die Möglichkeit, euch da frei zu bewegen, euch die Busse anzugucken natürlich. Wie ist der Wartungszustand der Bussen? Der Firmeninhaber, dem der Busbetriebshof gehört, der hat natürlich noch ein paar mehr Sachen, die er dort machen muss. Zum Beispiel wie neue Touren kaufen, neue Busse kaufen. Er entscheidet zum Beispiel, wer was fährt, und also der hat da so ein bisschen mehr, richtig viel Management drinne. Also für jemanden, der wirklich sehr, sehr gerne an sowas arbeitet, der wirklich sowas sehr, sehr gerne macht, der hat hier mit dem Busbetriebssimulator definitiv einiges zu tun, sodass er jetzt gar nicht groß zum Fahren braucht. Er lässt ihn halt fahren. Und wenn das dann gut funktioniert, ja, dann gibt's da den einen oder anderen Betrieb, der auch wirklich denn gut geführt wird. Das ist schon eine coole Sache. Er kann da zum Beispiel auch einstellen, wie die Vergütung ist, wie viel Geld ihr bekommt. Er kann da einstellen, was ihr bezahlen müsst, wenn ihr zum Beispiel Unfälle baut. Er hat da wirklich eine ganze Menge, die er dort einstellen kann. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Macht das Spiel auf jeden Fall wieder interessanter, wieder belebter. Jetzt aber allerdings die Frage, lohnen sich diese 24,99 € für den DLC? Im aktuellen Zustand würde ich sagen, nein, es lohnt sich nicht, weil es funktioniert ja nicht. Klar, jetzt könnte man sagen, wartet lieber noch ein paar Tage, vielleicht haben die das dann im Griff bekommen. Aber auch so, 24,99 € finde ich doch ein bisschen sehr happig für den Preis. Dass wir ja eigentlich nur einen kleinen Karrieremodus haben und der Multiplayer-Modus, okay, schön und gut, ja, das ist eine coole Sache, aber ihr seht natürlich jetzt nicht die anderen Fahrer, die jetzt da bei OMSI jetzt rumfahren. Also das ist eigentlich alles bloß in der Cloud gespeichert, dass ihr in einer Firma arbeitet, ihr praktisch für den fahrt, aber mehr auch nicht. Also ihr seht keine anderen Spieler mehr in OMSI, das dürft ihr da nicht vergessen. Ja, sonst, wie gesagt, 24,99 € ist da schon ein bisschen teuer. Wir haben hier zwar den Elo-Manager drin, der spurlos verschwunden war, der war damals kostenlos. Jetzt ist er hier mit drin, jetzt kostet er aber Geld. Ja, sonst mehr ist es nicht. Ja, ihr bekommt jetzt keine neuen Strecken dazu, ihr bekommt keine neuen Busse dazu. Es ist einfach nur, tja, ein Karrieremodus, der jetzt hier Einzug erhält in das Spiel von dem OMSI, der aber nicht mal richtig integriert worden ist. In OMSI. Also das ist alles extern. So kann man es am besten wahrscheinlich erklären, dass es wirklich alles extern ist. 24,99 €. Ja. Also, vielleicht sollte man da vielleicht nochmal ein bisschen überdenken, den Preis vielleicht doch nochmal irgendwie anzupassen oder so. Sonst, wie gesagt, die Idee finde ich nicht schlecht. Wenn es dann funktioniert, umso besser. So lange, wie es jetzt aber aktuell noch so in so eine Baustellenphase ist, würde ich sagen, wartet. Was anderes kann ich dazu echt nicht sagen. Also wie gesagt, mein Tipp an den Entwickler, so ein Ladebalken kostet nicht viel Zeit. So ein Ladebalken programmiert sich sehr schnell. Macht das doch einfach rein da in der nächsten Version, weil es ist einfach mal abartig, wenn du da stundenlang vor einem Bildschirm sitzt und da steht Loading und da ihr seht nichts. Dass da irgendwas passiert. Ja, das ist so mein Vorschlag. Ich wollte erst schon sagen, so, weil gestern habe ich es nämlich, gestern ging es ja dann, ganz kurz, mitbekommen, ihr könnt währenddessen ruhig schon noch einen Kaffee kochen gehen oder frühstücken währenddessen oder ein großes Geschäft machen, ja, wenn ihr das so wollt. Bis das Spiel dann geladen ist, seid ihr dann schon längst wieder runter. Wenn es funktioniert, würde ich das gerne als Let's Play-Projekt machen wollen. OMSI hatten wir ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Wir hatten ja so immer so ein paar Folgen gemacht gehabt. Wir haben ja immer diese Strecken uns angeguckt. Aber das ist dann halt ein normales Episodenformat, weil ich finde diese Idee, die dahinter steckt, nicht verkehrt. Aber dann wahrscheinlich nicht Singleplayer, sondern eher den Multiplayer. Der Multiplayer reizt mich massiv. Und ich hoffe, dass die das irgendwann mal hinbekommen, dass das funktioniert. Also da würde ich mich persönlich drüber freuen. Fahrer in Dienstplan,
ich würde das hier gerne mal ausprobieren hier unten. Deswegen werden wir das wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mal machen. Ja, denke ich mal schon, machen wir in der nächsten Folge. Also, wenn ihr Bock habt, seid ihr wieder dabei. Wenn nicht, dann nicht. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen hier zu dem Busbetriebssimulator. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und eventuell bis zum neuen Projekt, bis zu einem nächsten Projekt, bis zum Livestream oder wie auch immer. Ihr wisst ja, mittlerweile sind wir ja relativ, ja, gut, sage ich doch tschüss und